Der letzte Block für heute, die digitale Signalverarbeitung. Also wir haben uns eine ganze Menge von Dingen analog angeschaut, wie man irgendwie Signale filtern kann, wie man Signale erzeugen kann. Immer mit analogen Schaltungen. Und das ist, manchmal macht man das auch heute noch so, je nachdem, womit man es gerade zu tun hat. Aber für viele Anwendungen ist das quasi kein zeitgemäßer Zugang mehr, dass man das in dieser Art und Weise macht. Ein gutes Beispiel dafür wäre genau die letzte Übung, diesen Sinusoszillator. Also wenn man einen Sinusoszillator machen möchte, dann macht man das halt mit Direct Sampling Synthese, dass man einfach einen Chip nimmt, der erzeugt das Signal digital und dann filtert man vielleicht ein bisschen was aus. Und um dieses Themenkomplex der digitalen Signalverarbeitung soll es irgendwie kurz gehen. Die Grundidee ist die, dass man ein Signal abtastet. Das heißt, wir hätten jetzt hier in diesem Bild in Schwarz einen Sinus. Wir wollen diesen Sinus irgendwie in einem Mikroprozessor oder in einem FPGA oder was auch immer, einen digitalen Chip verarbeiten. Und dazu müssten wir diesen Sinus in ein digitales Signal umwandeln. Und das digitale Signal ist das, was wir hier in der blauen Linie sehen. Und wir sehen die blaue Linie, die folgt nicht wirklich perfekt dem schwarzen Sinus. Wir haben ja Quantifizierungen in zwei Achsen. Erstens mal haben wir eine Quantifizierung in der Zeit, haben wir hier ein Raster zugrunde gelegt und wir können quasi keinen Wert ausdrücken, der hier zwischen zwei Rasterlinien liegt. Wir kennen das Signal sozusagen nur zu gewissen Punkten in der Zeit. Das deckt sich ein bisschen mit dem, was wir in der transienten Simulation zum Beispiel haben. Da wird auch vom Computer die Zeit, die ein Kontinuum ist, zumindest denken das manche, zerhackt in diskrete Schritte. Und dann wird ein Wert für den Schritt berechnet und für das, was dazwischen ist, kann man halt irgendwelche Mutmaßungen anstellen, aber es gibt eigentlich keinen expliziten Wert. Also das ist die Quantifizierung in der Zeitrichtung. Da kriegen wir schon gewisse Ungenauigkeiten rein. Also wir sehen hier zum Beispiel, da ist das eine ganz, ganz gute Näherung, die blaue Linie, und dann haben wir Sachen wie hier zum Beispiel, wo ein ganzer Teil von der Wellenform einfach abgeschnitten ist. Also je nachdem, wo ich mein Signal sozusagen erwische, kann das besser oder schlechter sein. Die zweite Quantifizierung, die wir haben, ist in der Amplitude, dass ein Computer in aller Regel, man kann natürlich mit Fließkommazahlen und so arbeiten, da gibt es auch gewisse Quantifizierungen, die sind alle noch komplizierter, aber wenn man das wie in der digitalen Signalverarbeitung üblich, das einfach durch Ganzzahlen quasi irgendwie ausdrückt, da gibt es hier diskrete Schritte. Und ich kann quasi dieses Potenzial darstellen und ich kann dieses Potenzial darstellen, aber das dazwischen kann ich nicht darstellen, sondern wenn ich ein Signal messe, was dazwischen ist, dann muss ich das quasi entweder auf- oder abrunden auf den nächsten darstellbaren Schritt. Und so kommt das eben zu einer Quantifizierung in der Amplitudenrichtung. Und die sehr, sehr viel in der digitalen Signalverarbeitung geht quasi darum, mit einer Auflösung in der Richtung, die so und so gut ist, mit einer Auflösung in der Richtung, die so und so gut ist, welche Eigenschaften des Signals kann ich noch ausdrücken und welche Eigenschaften des Signals gehen verloren. Also das ist nur der grobe Themenkomplex. Und dann haben wir hier irgendwie ein paar Zahlen, nicht? Dass wir da irgendwie 8 Bit zum Beispiel haben, das würde dann 0 bis 255 entsprechen, also 256 verschiedene Schritte haben wir, und bei den meisten Oszilloskopen zum Beispiel ist da ein Analog-Digital-Wandler, wie dieser Bauteil heißt, drinnen, der 8-Bit-Auflösung hat. Also wenn ich quasi ein Signal auf dem Bildschirm darstelle und wenn auch das Bildschirm von meinem Oszilloskop vielleicht mehr als 256 Zeilen hat, kann ich trotzdem nicht mehr als 256 verschiedene Spannungsniveaus voneinander unterscheiden. Und da gibt es dann immer wieder Dinge, wo wichtig ist, dass man das zum Beispiel weiß. Also wenn man zum Beispiel das Rauschen messen möchte, das einer Spannungsquelle überlagert ist. Und das ist jetzt irgendwie eine 5-Volt-Quelle und ich erwarte mir irgendwie, dass das um 2 Millivolt rauscht, dann kann ich das nicht mehr messen, wenn ich mir den DC-Pegel anschaue. Weil einfach 2 Millivolt
deutlich weniger als 256 von 5 Volt sind. Und ich könnte diese Unterschiede nicht mehr darstellen. Das heißt, ich müsste dann einen Eingang, wenn ihr euch an den Ostsee-Workshop erinnert, auf die AC-Koppelung stellen. Und dann hätte ich quasi vorher schon elektrisch den gleichen Teil weggeworfen und dann könnte ich nur den Wechselanteil höher aufgelöst darstellen, dass ich dann einfach diesen Wertebereich von 256 Abstufungen nicht mehr verwende, um irgendwie 0 bis 10 Volt auszudrücken, sondern irgendwie nur noch einen Bereich von wenigen Millivolt, und das habe ich dann eben hoch aufgelöst. Gut, das zweite ist dann eben diese Abtastfrequenz, diese Unterteilung hier. Und das Bild, was wir hier haben, ist eben 5 kHz Signal, das mit 22 kHz abgetastet wird. Und das finde ich interessant, also wenn jemand dieses furchteinflößende Wort, Nyquist-Theorem und so schon mal gehört hat, dann weiß man irgendwie, man kann irgendwie mit einer gewissen Abtastfrequenz die Hälfte der Abtastfrequenz noch irgendwie darstellen. Und von dem sind wir weit entfernt. Nicht? 5 kHz ist jetzt nicht wirklich unbedingt 11 kHz, da ist noch bisher ein Spielraum. Aber trotzdem kann man hier schon erkennen, so schön ist das hier eigentlich nicht mehr. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie mehr Sachen sehen möchte, oft sagt man eine Abtastfrequenz von Faktor 10 zur Bandbreite, oft ein sicherer Abstand. Das ist auch das, was man bei Oszilloskopen oft hat, nicht? Dass die dann irgendwie 200 MHz Bandbreite haben und 2 GHz Abtastfrequenz. Und hier sieht man warum. Wenn ich irgendwie ein Signal zu grob abtaste, obwohl rechnerisch vielleicht Information noch drinnen ist, schaut das irgendwie nicht so gut aus. Und nachdem die Filter dann auch nicht hart abschneiden, sondern ein bisschen drüber stehen, will man normalerweise da einen größeren Abstand haben, als wirklich nur diese halbe Abtastfrequenz. So, wir schauen, ob da eine zweite Grafik ist. Ja, da ist eine zweite Grafik. Das ist aber eine Diskussion, also werde ich das noch nicht vorwegnehmen. Gut. Also die Idee von der digitalen Signalverarbeitung ist, ich nehme mein Signal, digitalisiere das, habe dann irgend so etwas Grausliches, dort rechne ich dann mit dem Signal und dann erzeuge ich eben wieder ein Signal, das ich dann wieder analog weiterverarbeiten kann. Aber der komplizierte Schritt, wo ich mir gesagt habe, für den Filter bräuchte ich jetzt irgendwie 50 Kondensatoren und 50 Widerstände und 20 Op-Amps, dann ist es vielleicht einfacher, einen Mikroprozessor einzubauen und der rechnet halt das durch, wie diese Schaltung arbeiten würde mit 50 Kondensatoren, 50 Widerständen und 20 Op-Amps, und ich brauche die ganzen Bauteile nicht einbauen. Und das geht ganz gut, bis eben die Frequenzen zum Beispiel zu hoch werden. Weil bei hohen Frequenzen, also ich muss mehr Berechnungen pro Sekunde anstellen und dann komme ich vielleicht irgendwann in einen Bereich, wo es nicht mehr geht. Aber gerade Audio, wenn wir da die 22 kHz haben, gehen eigentlich ganz gut. Gut, und die interessanten Sachen sind immer in der Diskussion. So, was passiert jetzt mit solchen analogen Signalen, wenn sie zu laut oder zu leise sind? Also die Amplitude zu groß ist oder zu klein? Für was immer wir halt wählen in der AD-Wandlung, wofür zum Beispiel unser 8-Bit-Bereich steht, ob das von 0 bis 1 Volt ist oder so. Also was passiert mit so einem Signal, wenn das quasi lauter ist als erwartet oder leiser ist als erwartet? Genau, wenn es zu laut ist, wird es abgeschnitten. Und dann habe ich diese Spitzen vielleicht gar nicht mehr, sondern ich habe nur sowas und ich sehe quasi, zack, und dann bleibt es flach und ich habe quasi ein Rechteck und keinen Sinus mehr. Das ist noch der günstigste Fall, dass es einfach abgeschnitten wird. Ungünstiger ist, die Komponenten, die da das Signal entgegennehmen, die vertragen zwar oft einen gewissen Overload, wie man das nennt, aber die erholen sich nicht sofort davon. Das heißt, es ist dann nicht so, dass wenn das Signal, wenn hier die Schwelle ist, wo ich abschneiden würde, dass so wie das Signal hier runterkommt, dass das sofort wieder dem folgt, sondern es kann sein, dass die Eingangsstufe jetzt noch ein bisschen beleidigt ist,
und erst viel später darauf reagiert oder hier irgendwie die Wellenform verfälscht. Das ist auch wichtig, wenn man mit Oszilloskopen arbeitet, weil die eben die heutigen, die digitalen, eben im Wesentlichen so arbeiten, dass wenn ich eine Wellenform habe, die quasi den Wertebereich sprengt, die dann irgendwie oben raussteht oder unten raussteht, dass ich nicht sagen kann, naja, aber das, was da oben passiert, das interessiert mich ja gar nicht, weil ich interessiere mich ja nur für das, was unmittelbar danach passiert und das ist dann eh wieder auf dem Schirm sichtbar, dann sehe ich zwar etwas, aber ich weiß nicht, ob das das Eingangssignal ist, das dann vielleicht nach dem Puls irgendwie rauf und runter schwingt, oder ob das meine Eingangsstufe ist, die auf den Overdrive damit reagiert, dass sie jetzt noch ein bisschen schwingt und sich von diesem Zustand erholen muss. Okay, also was ist, wenn das Signal zu laut ist? Was ist, wenn das Signal zu leise ist? Ja, das ist was, was ich im analogen Bereich ja genauso habe. Aber wenn das Signal, sagen wir, ich habe kein Rauschen, ideale Welt, aber ich habe immer noch diese Quantifizierung hier, diese 256 Schritte. Und wenn mein Signal sich jetzt völlig irgendwie zwischen diesen beiden Schritten abspielt, dann kriege ich kein sinnvoll auswertbares Muster mehr. Sondern ich kriege mehr oder weniger erratisch halt mal den Level und mal den Level, aber wie das Signal da drinnen wirklich ausschaut, kann ich eigentlich nicht sagen. Das heißt, diese Art der Verarbeitung ist sehr empfindlich auf die richtige Wahl der Amplitude zu meiner ADC-Auflösung, dass ich eben gerade unter den 8-Bit-ADCs, wo ich nur 256 Unterteilungen habe, dass ich die auch gut ausnutze. Weil wenn das Signal zu stark ist, dann klippt das und macht alle möglichen grauslichen Sachen. Aber wenn das Signal zu klein ist, dann habe ich zwar 256 Schritte, aber ich nutze nur 3 davon und dann habe ich überhaupt keine sinnvolle Information mehr, wie das Signal denn wirklich ausschaut. Also in dieser Hinsicht sind diese DSP-Sachen viel, viel empfindlicher, als das analoge Schaltungen sind, die meistens über einen sehr, sehr breiten Bereich von Frequenzen und Amplituden und so das Gleiche tun. So, dann, was passiert mit Signalen, die zu hochfrequent, also zu schnell sind? Dazu wieder ein Bild gemacht, nämlich haben wir vorher 22 kHz Abtasttakt gehabt. Wir haben immer noch 22 kHz Abtasttakt, aber jetzt habe ich einen Sinus, der nicht 5 kHz groß ist, sondern 16 kHz groß ist. So, also wer kann mir dieses Bild erklären? Die schwarze Linie ist die, die wir hineinschicken und die blaue ist die, die wir rekonstruieren, wenn wir einfach die Sample-Werte, die wir gemessen haben, mit Linien verbinden. Die Frequenz ist falsch. Ja, die Frequenz ist falsch, genau. Also das ist nämlich das Wichtige hier, dass wir nicht etwas sehen, was einfach nur ein chaotisches Hin und Her, das schaut nicht aus wie Rauschen, sondern es schaut wieder aus wie eine Schwingung. Aber es ist einfach eine Schwingung mit einer falschen Frequenz. Und das heißt, was werde ich machen müssen, wenn ich ein Signal in einen solchen Analog-Digital-Wandler hineinstecke, damit ich nicht Opfer von solchen Fehlinterpretationen werde, dass ich hier glaube, da ist ein Sinus mit einer gewissen Frequenz, in Wirklichkeit ist es aber eine mit einer ganz anderen Frequenz. Das ist die eine Möglichkeit, dass wir Höhe abtasten, aber dann habe ich das Problem ja nur verschoben. Ja, den bräuchte ich gar nicht. Also der Demodulator macht ja dann Sinn, wenn das Eingangssignal quasi immer noch bandbegrenzt ist, aber woanders im Band steht. Mathematisch gesehen, wenn ich mit 22 kHz abtaste, kann ich jedes Signal rekonstruieren, das quasi eine Bandbreite von kleiner als 11 kHz hat. Egal, wo es im Spektrum steht. Nein, auch ein nicht sinusförmiges. Es darf halt nicht breitbandiger sein als die 11 kHz. Ja, aber wenn ich jetzt einen recht
Der Rechteck ist aber breitbandiger als 11 Kilohertz. Die Bandbreite von einem Rechteck ist unendlich. Weil die, die Fourier-Transformation hört ja nie auf. Gut, ich hätte jetzt gedacht, dass du sprachlich sagst, ich habe nicht also die Grundfrequenz, sondern das Spektrum. Also das Spektrum von dem Signal muss sich an die Bandgrenze halten, die Hälfte der Abtastfrequenz ist. Ja, damit kannst du nur einen Sinus von 11 kHz, also ein Sinussignal von 11 kHz abtasten. Na, mit dem kann ich alles abtasten, was eben eine Bandbreite kleiner 11 kHz hat. Aber es muss eben diese Bandgrenze haben. Aber sagen wir, wir interessieren uns quasi für Gleichanteil. Nehmen wir das einfach mal als Prämisse hin, zu sagen, wir wollen nicht nur den Verlauf des Signals kennen, sondern wir wollen wirklich von DC weg messen. Damit haben wir quasi eine Seite unseres Frequenzbandes wo festgenagelt. Und dann müssen wir von dort 11 kHz weggehen. Das heißt, ein 16 kHz Signal können wir nicht messen. Nicht mit diesem 22 kHz ADC. Wenn wir das messen wollen, dann müssen wir das machen, was du vorgeschlagen hast. Wir müssen höher abtasten. Aber das verschiebt nur das Problem. Nicht? Wenn wir jetzt mit 48 kHz abtasten, dann können wir das 16 kHz Signal zwar sehen, aber ein 30 kHz Signal macht wieder die gleichen Probleme. Das heißt, was werde ich noch machen müssen, damit mich so ein Signal mal nicht stört? Ich sehe es zwar nicht mehr, weil wir können uns abfinden, ich kann das nicht messen, aber trotzdem stört es mich. Und was mache ich mit einem Frequenzanteil von einem Signal, das mich stört? Ich filter es, genau. Und das ist, wenn ihr irgendwelche ADC-Schaltungen anschaut, vor dem ADC ist immer ein Tiefpassfilter. Oder ein Bandpassfilter, wenn man eben das mit den Trick macht, mit es kann quasi irgendwo sein, solange es quasi die Bandbreite entsprechend hat. Aber wenn man quasi von DC wegmessen möchte, macht man immer einen Tiefpassfilter davor, weil sonst schicke ich so ein Signal hinein, und ich kann nicht mehr entscheiden, ist das jetzt ein, was immer diese Band, was 16 kHz, 22, also ist das jetzt ein 5 kHz, vorher war es auch ein 5 kHz, darum habe ich die gewählt. Also ist das ein 5 kHz Signal oder ein 16 kHz Signal, das kann ich nicht mehr entscheiden. Genau, oder ein 27 kHz Signal. Das ist immer wieder das Gleiche. Ich habe ein Programm geschrieben, das demonstriert das. Das möchte ich euch kurz zeigen. Weil das sind jetzt zwei Abbildungen und ich meine, zwei Abbildungen sind schön, aber mit dem kann man das richtig schön haptisch erleben, wenn der Webbrowser startet. So. Das Filter ist ein Anti-Aliasing-Filter und das hier nennt man Aliasing. Wenn man quasi eine Frequenz hineinschickt, aber man sieht eine andere, man sieht quasi den Alias von dieser Frequenz. So, und darum gibt es hier ein Alias in .html. Und da sehen wir einen Sinus, den ich hineinschicke. Und wir haben jetzt keine Quantifizierung in der Richtung, wir sagen einfach, die passt schon. Wir haben nur eine Quantifizierung in der Zeitachse. Und wir tasten mal dieses Signal hier ab und wir haben hier die gleichen Farben wie im Skriptum. Das Schwarze ist die Frequenz, die ich hineinschicke. Und die roten Ringe, die habe ich im Skriptum gehabt, sind die Samplepunkte. Und das Blaue sind dann, wenn ich die Samplepunkte einfach mit direkten Linien miteinander verbinde. Wenn ich mit der Maus da drüber wackel, dann ist quasi dort, wo die Maus steht, ist eine Periodendauer von dem Signal. So, jetzt haben wir quasi, du stehst ziemlich in der Mitte, jetzt müsste man dann quasi zwei Perioden sehen, ja, fast ein bisschen mehr. So, und natürlich, so wie ich hier bei der zweiten Linie bin, bin ich bei dieser magischen Frequenz, der halben Abtastfrequenz. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich mich langsam dieser Linie hier nähere. So, also jetzt schicke ich quasi genau die Abtastfrequenz hinein und bei der Phasenlage kommt eine Nulllinie raus. Bei,
Bei anderen Phasenlagen schaut es ein bisschen anders aus, aber das ist ein Punkt, über den man dann oft irgendwie so I-Punkte-Reiterei macht, wenn man über Nyquist redet, ob es quasi die Nyquist-Domain bis inklusive der halben Abtastfrequenz geht oder quasi nicht inklusive der Frequenz. Weil wenn ich genau auf der halben Abtastfrequenz bin, dann habe ich eben solche Fälle, wo ich gar nicht mehr sehe, ob ich da ein Signal hineinschicke oder nicht. Aber das ist natürlich rein akademisch, weil ich kann in der Praxis ein Signal nicht so genau hineinschicken, außer es ist bereits irgendwie seltsam phasenstarr erzeugt zu meinem Abtasttakt. Und wenn ich das tue, dann bin ich selber schuld, weil dann habe ich gerade viel Mühe betrieben, um genau diesen Zustand zu erreichen. Also in der Praxis wird man ein bisschen Respektabstand sozusagen haben zu diesem magischen Ding. So, und jetzt von Mausklasse hier bis Mausklasse hier ist eben die nächste Nyquist-Domain. Das ist jetzt von der halben Abtastfrequenz bis zur Abtastfrequenz. Wenn ich das jetzt wieder halbiere, dann bin ich bei der doppelten Abtastfrequenz. Wenn ich das dann noch einmal halbiere, bin ich bei der dreifachen und so weiter. So, und wenn ich jetzt hier mal so in die Mitte zum Beispiel gehe, so, ein bisschen mehr darüber, das ist zum Beispiel schon sehr schön. Nicht? Da sehen wir quasi, dass wir mit der Frequenz, das möchte ich vielleicht nochmal zeigen, so, wir sind jetzt vor der Nyquist, vor der Grenze. Und wir haben quasi eine sehr hohe Frequenz, die wir herausbekommen. Wir sehen quasi, die Samples sind eigentlich abwechselnd hoch und niedrig. Also es ist so groß, wie es nur irgendwie geht, als Frequenz, die man mit diesem Abtasttakt erreichen kann. Dann gehen wir über diesen magischen Punkt drüber und wir sehen, gleich auf der anderen Seite von diesem magischen Punkt haben wir wieder eine hohe Frequenz. Die Samples sind eigentlich abwechselnd hoch und niedrig. Und wenn ich jetzt mit der Frequenz, die ich hineinschicke, noch höher gehe, wird die Frequenz, die ich hinausbekomme, niedriger. Also die schwarzen Linien rücken noch näher zusammen, die Eingangsfrequenz wird höher und die blauen Linien rücken weit auseinander. Das, was ich quasi glaube zu sehen, wird ein tieferer Ton und geht quasi von, zum Beispiel von vorne zu bleiben, von den 11 kHz wieder runter zu niedrigen Frequenzen. Bis wir quasi knapp vor dem Ende dieser zweiten Nyquist-Domain, so hier sind wir, da haben wir jetzt dann so quasi eine Periode wieder, also mit dem wir quasi mehr oder weniger angefangen haben. So, und dann gibt es wieder den Punkt, wo alles gleich ist, ich erwische ihn jetzt gerade nicht. Da. Und jetzt fängt es wieder an bei den tiefen Frequenzen, geht rauf zu den hohen Frequenzen, bis wir quasi wieder so eine Nulllinie erreichen. Und dann geht es von den hohen wieder zu den tiefen, von den tiefen wieder zu den hohen und so weiter und so fort. Also so verhält sich quasi die Frequenz, die wir hineinschicken, zu der Frequenz, die wir herausbekommen. Und das hat zwei nette Dinge. Das erste ist, dass man sofort sieht, wenn ich mich auf eine dieser Nyquist-Domains zu hart begrenze, wenn ich irgendwie sage, okay, mich interessiert nur die fünfte Nyquist-Domain, dann kann ich das genauso absamplen. Ich habe hier meine Alias-Schwingungen. Dann brauche ich nur wissen, wie passen denn die Frequenzen, die ich glaube, von DC weg in der ersten Nyquist-Domain zu sehen, wie passen die zu den Frequenzen in der Domain, die mich eigentlich interessiert. Wenn ich weiß, das Eingangssignal besteht sowieso nur aus Signal aus der fünften Nyquist-Domain, dann kann ich so eine 1-zu-1-Zuordnung machen. Das ist ganz nett. Ja, ich meine, solange sich die Aliasing-Frequenzen nicht überlappen, könnte ich quasi jedes ganz wirre System von da nehme ich das Band und da nehme ich das Band, wenn das quasi immer noch eindeutig zuordnerbar ist, kann ich alle möglichen Sachen abtasten, mit einer relativ niedrigen Abtastfrequenz. Und ich meine, die Funker, die Software-Defined Radio machen, die verwenden das halt die ganze Zeit, dass sie irgendwie ein Signal abtasten, das mehrere hundert Megahertz hoch ist, aber eine kleine Bandbreite hat, das heißt, die filtern das vorab, sodass ein Signal überbleibt, das irgendwie 2-3 MHz Bandbreite hat und dann schicken die das in einen 10 MHz ADC hinein und analysieren mit einem 10 MHz ADC ein Signal, das mehrere 100 MHz
Trägerfrequenz hat. Aber weil die Bandbreitengrenze beschränkt ist, kann man alles zurückrechnen. Da war natürlich, das könnte ich natürlich auch mit Mischerschaltungen und so machen, analog, aber das ist natürlich viel einfacher. Da mache ich ein bisschen Mathematik und gut ist. Ja, also wer möchte, das ist auch im Skriptum, gibt's hinten die Webadressen zu diesen Dingen, da kann man mit der Maus wackeln und sich ein bisschen spielen. Gut. So, also in dem Fließtext rede ich immer von den Computern, die man verwenden kann für die ESP. Darum ist der erste Diskussionspunkt, was sind denn das für Computer, die man dann normalerweise verwenden wird für digitale Signalverarbeitung. Sind das so PCs oder Laptops, wie ihr da habt? Oder? Digitale Signalprozessoren. Ja, genau. Also es gibt, das Spektrum ist sehr breit. Es gibt Sachen, die macht man am PC. Es gibt genug Leute, die machen quasi DSP-Sachen und machen ihre gesamte Arbeit in MATLAB und sehen nie irgendwie was handgelötet ist. ein trauriges Leben. Aber manchmal nehmen die dann so ein MATLAB-Programm und geben es dem, der zwei Büros weiter sitzt, und der macht dann zum Beispiel irgendwie DSP-Programme und macht das auf einem eigenen Chip. Und es gibt eben eigene DSP-Chips, die DSPs heißen, das sind dann Digital Signal Prozessoren. Es gibt aber auch natürlich Mikrocontroller, und gerade im Audiobereich kann man viel mit Mikrocontrollern machen. Also wenn man ein bisschen bei den Hobbyistenprojekten schaut, was im Augenblick so aus dem Boden sprießt, sind selbstgemachte Synthesizer, die aber keine analogen Synthesizer sind, sondern einfach nur einen Mikroprozessor drinnen haben, und der rechnet sich halt alles aus und verbraucht, um so Audiosignale zu erzeugen, und schickt die dann direkt zum Speaker. Warum nicht? Und wenn es schneller sein soll, kann man eben so spezialisierte DSPs nehmen oder FPGAs. Oder wenn es ganz besonders schnell gehen soll, dann kann man natürlich auch irgendwie spezielle Chips haben, die intern digital arbeiten und solche DSP-Berechnungen anstellen, aber von außen jetzt nicht programmierbar sind. Ich kann ja nicht mein eigenes Programm einstellen, sondern ich kaufe bereits den Chip, der genau diese eine Funktion erfüllt. Und Bereiche dafür wären zum Beispiel Videoprocessing. Also da gibt es ganz, ganz viele Chips, die halt die Berechnungen machen, die diesen Videocodex zugrunde liegen. Und die Berechnungen, die den Videocodex zugrunde liegen, sind alles digitale Signalverarbeitungsalgorithmen, die halt meistens 2D-Varianten von denen, dass sie das quasi nicht mit einer Zeitachse, sondern mit zwei Raumachsen ein Bild nehmen und Fourier-Transformationen machen, und das heißt der Geier das alles. Also meistens ist es nicht Fourier, sondern diskrete Cosinus-Transformationen bei JPEG oder Wavelet-Transformationen bei JPEG 2000 zum Beispiel. Okay, also das Spektrum ist sehr breit von Computern, die man da verwenden kann. Wo liegen jetzt die Vor- und Nachteile von den unterschiedlichen Computern, die ich verwenden kann für DSP? Wann würde ich zum Beispiel einen PC nehmen? Welchen großen Vorteil hat das, wenn ich digitale Signalverarbeitung am PC mache? Ja, also ich habe ihn schon, ich muss jetzt nicht anfangen, zuerst eine Schaltung zu bauen und ein Board zu löten, damit ich mal anfangen kann, meine Signale zu analysieren. Und ich habe eine breite Palette von Programmen, die ich verwenden kann. Und ich kann schnell Code schreiben in MATLAB oder in Python oder was auch immer, die irgendwie recht mächtige Algorithmen, wie zum Beispiel die Fourier-Transformation, einfach auf ein Signal draufwerfen, ohne dass ich jetzt anfangen muss, mir zu überlegen, wie implementiere ich das jetzt und so weiter. Genau, ich habe eine mächtige CPU, wenn ich das vergleiche mit, was ich so als Embedded-Plattformen habe. Das sind alles Vorteile. Was sind das die Nachteile? Warum nimmt man nicht immer einen PC? Wenn man es in Masse produzieren will oder wenn man es irgendwo noch einbauen will, dann will man keinen ganz großen Computer reinbringen. Genau, er ist teuer, er ist sperrig. Wo was Kleines, Feines, was genau die Zwecke erfüllt hat.
Also teuer und sperrig, was wären noch die Nachteile von einem PC? Kann das Programm hacken und stehlen? Ja, aber das kann ich beim FPGA genauso, es wird nur ein bisschen aufwendiger. Ja, aber also, wenn du dein eigenes OSC hast, ohne der Hardware dazu, nutzt du es ja nicht so oft. Ach so, haha. Ja, das ist wahr. Also ich kann quasi, die Software kann ich stehlen in beiden Fällen, aber im zweiten Fall brauche ich immer noch die gleiche Hardware. Ja. Ja, die Frage, was mich interessiert bei meinem Diebstahl sozusagen. Also wenn ich primär am Know-how interessiert bin oder ich habe zum Beispiel meine eigene Hardware, das heißt, kann ja sein, ich baue dann quasi die Hardware nach, ich schaue mir jeden Chip an, ich schaue, wie die Chips miteinander verbunden sind und dann brauche ich nur noch die Software einspielen und gut ist. Ne? Zumindest in der Theorie, also ab ein paar hundert Bauteilen und 10 Lagenprints und so wird das dann schon sehr. Was wäre noch ein Nachteil von Computer als DSP? Zu hochfrequent kann ich nicht gehen. Ja. Stromversorgung. Also ich kann manchmal hochfrequent werden, aber was brauche ich dann? Einen eigenen Eingang, der das kann. Genau, ich brauche irgendwas, um das Signal zu digitalisieren. Und das kann schon mal quasi dann teurer werden als der Computer selber. Und in der Regel kann ich dann nicht mehr ein zeitkontinuierliches Signal verarbeiten. Also ich kann dann zum Beispiel mit einem Ostsee, kann ich einen Snapshot aufnehmen von einem hochfrequenten Signal. Das kann ich auf meinen PC übertragen und dann dort mit DSP-Algorithmen verarbeiten. Aber wenn ich quasi nicht den einen Snapshot verarbeiten möchte, sondern quasi kontinuierlich, ständig die Berechnung durchführen möchte für alles, was reinkommt, dann habe ich schnell ein Problem, dass ich irgendwie halt nicht so viele Samples pro Sekunde in meinen PC hineinbekomme. Und wir haben vorher gesagt, ein Vorteil ist, dass er schnell ist und gleichzeitig ist er aber nicht so schnell, wie ich werden kann, wenn ich spezialisierte Hardware nehme, wie eben FPGAs oder irgendwelche relativ aufwendigen digitalen Signalprozessoren. Also da gibt es dann viele Fälle, wenn die Signale sehr schnell werden, oder wenn sie irgendwie anders, analog, schwierig zu gewinnen sind. Also ich muss immer irgendwie reinkommen in den Computer. Und wenn manche Sachen kann ich machen über die Soundkarte, aber nicht sehr viel. Also das ist ein großer Punkt. Ich habe ja Windows-Rennen. Und wenn ich alle möglichen Programme rennen habe, dann kann es sein, dass ich nicht mehr mitkomme. Ja, es könnte man argumentieren, dass das nicht am Computer, sondern im Betriebssystem liegt. Ja, aber es gibt ja auch ein extra Real-Time-Linux. Also das normale. Ja, das normale ist jetzt auch nicht so Real-Time-fähig, aber ja. Also was sehr üblich ist, dass man, wie wir das am Anfang geschrieben haben, mit dem einen, der quasi nie eine handgelötete Schaltung sieht und dem anderen, dem man das dann gibt, was sehr üblich ist, dass man quasi DSP-Algorithmen am Computer entwickelt. Einfach mal, da hat man mal Sample-Daten irgendwo aufgezeichnet und dann schreibt man im MATLAB oder in meinem Fall nur Octave, aber ist ja wurscht, einen Code, der die Berechnungen durchführt und schaut, ob bei den Berechnungen das Richtige rauskommt und ob das funktioniert. Und dann kann man aber das nicht produktiv einsetzen, weil eben die Signale zu schnell sind, weil es nicht echtzeitfähig ist etc. Und dann nimmt man diese Algorithmen und implementiert die in einem FPGA oder einem DSP oder was ein aus dieser Liga von Dingen. Und das hat halt den Vorteil, dass ich mich quasi immer um ein Problem auf einmal kümmere. Zuerst beim PC kümmere ich mich darum, dass ich mir sicher bin, dass die Berechnung das macht, von der ich glaube, dass es macht. Und ich kann überprüfen, was rauskommt. Und wenn ich das dann habe, dann übertrage ich den gleichen Algorithmus 1:1 auf die schnelle Hardware. Aber ich kann viel leichter entwickeln, weil ich habe schon Testdaten und ich weiß, was soll rauskommen. Und was sollen die Zwischenergebnisse sein? Und dann kann man das überprüfen, ob das auch wirklich so ist, wenn irgendwo was schief geht und man einen Bug suchen muss. Also das ist ein ganz, ganz üblicher Weg. Und gerade Hersteller wie zum Beispiel das MathWorks, die das MATLAB machen, die haben inzwischen auch eigene Programme, die ich verwenden kann, um mit einem Mausklick aus einem MATLAB-Programm FPGA-Hardware zu machen. Wenn ich mal, ohne aufgezeichnet zu werden, fluchen kann, kann ich mal erzählen, was ich von diesen Programmen halte. Aber das ist ein Markt, der im Augenblick sehr, sehr boomt, weil natürlich die Berechnung im Computer durchzuführen, dafür reicht es irgendwie Grundverständnis zu haben, von was machen die Signalverarbeitungsalgorithmen und so.
Und das dann in Hardware zu gießen und effizient zu implementieren, ist meistens der Teil, der viel aufwendiger ist. Und wenn man natürlich verspricht, das kann man mit einem Klick machen, dann hat man sehr viel Aufmerksamkeit. Okay. So, was für Möglichkeiten zur Analog-Digital-Wandlung, also dass ich ein analoges Signal bekomme und dann in den Computer hineingehe, oder USB, FPGA, was auch immer, und Digital-Analog-Wandlung, also ich habe ein digitales Signal und ich will analoges, also welche Möglichkeiten kennt ihr vielleicht schon? Oder welche fällt euch ein? Ein Schmidt-Trigger? Ja. Wieso? AD oder DA? Ah, ja, meinst du als 1-Bit-AD-Wandler quasi? Oder? Ja, nein. Also ein Komparator, der quasi ein Schmidt-Trigger ohne Hysterese ist, also ohne dieses, es gibt zwei Grenzen, das wäre ein Analog-Digital-Wandler, ein 1-Bit-Analog-Digital-Wandler, weil er quasi nur 1 und 0 kennt und ich ziehe halt bei irgendeiner Spannung die Grenze ein und sagt, wenn es drüber ist, ist 1, wenn es drunter ist, ist es 0. Das wäre quasi eine Möglichkeit, wie man einen AD-Wandler machen kann. Zeichnen wir das auf. Ich habe quasi meinen Eingang an meinen Komparator. Sagen wir das, Plus. So. Und dann hätte ich hier zum Beispiel einen Widerstandsspannungsteiler. Da stellt man die Hälfte von meiner Betriebsspannung ein. Und wenn jetzt der Eingang quasi über dem ist, habe ich 1. Wenn der Eingang unter dem ist, habe ich 0. Damit hätte ich quasi meinen 1-Bit-AD-Wandler. Wie könnte ich dieses Modell aufbauen auf einen AD-Wandler, der mehr als nur zwei Werte unterscheiden kann? Indem ich 8 Schwellen nehme. Genau. Du einfach längeren Spannungsteiler und dann habe ich viele verschiedene Punkte und ich gehe in all die Komparatoren hinein und die eine Hälfte wird sagen 1, die andere Hälfte wird sagen 0 und ich schaue mir an, wo ist quasi der Sprung von 1 auf 0 und der wäre es dann. Und dann, wenn ich 256 verschiedene Spannungswerte unterscheiden möchte, dann brauche ich halt 256 verschiedene Komparatoren. Aber der eine macht das gerade auch nicht. Ja. diese Art, einen Analog-Digital-Wandler zu bauen, nennt man Flash-Komparator, weil er quasi die gesamte Wandlung auf einmal macht. Und wenn ich sehr, sehr schnelle Analog-Digital-Wandler brauche, wie sie zum Beispiel in OSCEs drinnen sind, dann sind das in der Regel solche Flash-Komparatoren. Der Nachteil ist, dass ich so viele Baugruppen hier brauche, wie ich Zustände unterscheiden möchte. Nicht wie ich Bits habe. Also wenn ich einen 8-Bit-ADC habe, brauche ich 256 solche Blöcke. Wenn ich einen 10-Bit-ADC habe, brauche ich 1024 solche Blöcke. Und wenn ich einen 28-Bit-ADC haben möchte, wie für manche super über drüber, dann brauche ich ungefähr 256 Millionen solche Komparatoren. Also es wird nicht mehr funktionieren. Das ist auch der Grund, warum in den OSCEs meistens 8-Bit-ADCs drinnen sind und warum es nur ganz wenige gibt, die dann irgendwie 10-Bit auflösen. Für Spezialanwendungen gibt es das schon, aber es ist was sehr Exotisches, weil eben jedes zusätzliche Bit den Schaltungsaufwand verdoppelt. Und darum gibt es andere Schaltungsmuster, die quasi mehrere Einheiten hintereinander geschaltet haben. Und die erste Stufe schaut quasi, ist das in der oberen oder unteren Hälfte? Und die zweite Stufe sagt dann, in der Hälfte, in der es ist, ist es dort in der oberen und unteren Hälfte. Und dann brauche ich nur noch so viele Stufen, wie ich Bits brauche. Aber es ist eben nicht ein Flash, wo zack und auf einmal und dann kann er gleich den nächsten machen, sondern es sind halt so mehrere Iterationen, die durchgemacht werden müssen, bis man sich dem Signal nähert. Also das sind so Möglichkeiten, wie man die Analog-Digital-Wandlung machen kann. Wenn wir Analog-Digital-Wandlung machen wollen, nehmen wir natürlich einfach einen fertigen Chip, der das kann. Und der verwendet dann das eine oder andere Verfahren, aber es ist halt ganz praktisch zu wissen, warum es dann zum Beispiel einen Sprung gibt, wo die ADCs gleich unendlich teurer werden, wenn sie noch schneller werden sollen, weil man dann eben auch einmal auf diese Flash-Komparatoren umsteigen muss
und der Schaltungsaufwand ist viel, viel größer. So, in der anderen Richtung gibt es dann die Digital-Analog-Wandlung. Wie könnte man digital-analog wandeln? Jetzt habe ich meine Bits. Ich habe irgendwie 8 Leitungen, die können entweder high oder low sein. Und jetzt möchte ich daraus ein Signal erzeugen, das 256 verschiedene Zustände hat. Aber fangen wir einfach an. Wir haben ein Bit, das 1 oder 0 sein kann, und wir wollen gerne eine Leitung haben, die entweder high oder low sein kann. Wie werde ich die Digital-Analog-Wandlung machen? Ein Transistor? Ich könnte einen Transistor nehmen, aber ich brauche nicht wirklich einen Transistor. Schalter. Ich brauche keinen Schalter. Ich habe das Signal schon. Ich habe ein Signal, das kann high oder low sein. Und wir wollen irgendwie 2 verschiedene Spannungspegel am Ausgang haben. Das ist genau das Gleiche. Also einen 1-Bit-Digital-Analog-Wandler braucht man in der Regel selten. Man kann, also als Bauteil. Man kann natürlich sich überlegen, naja, aber was ist, wenn ich quasi andere Spannungen verwende, um ein High und Low zu kodieren, was ich gerne hätte für die beiden Zustände, die rauskommen. Wenn man das mal außen vor lässt, also sagen wir, die digitalen Signale sind quasi die Versorgungsspannung oder Null. Und die Ausgänge sollen quasi von Versorgungsspannung bis 0 in entsprechend 2 hoch n Schritten sein. Und das wäre eben bei einem Signal, wäre n1, wäre das 2 Schritten, also wäre genau das eine und das andere. Also man kann es 1 zu 1 verwenden. Interessanter wird es, wenn ich 2 Bit habe, weil dann habe ich ja 4 mögliche Zustände, die ich ausdrücken kann. Und wie kann ich jetzt 4 Spannungslevels machen mit 2 Signalen, die 1 oder 0 sind? Ja, genau. Ich mache im Grunde einen Summierverstärker. Lasse dann meistens den Verstärkerteil weg, weil es ist einfach nur ein, genau, es ist eine Reihe von Widerständen, die halt die unterschiedlichen Eingänge so gewichten, dass dann das Summensignal entsprechend gewichtet ist. Und das kann man sich aus, es gibt unterschiedliche Topologien, wie man das machen kann. Sehr beliebt ist diese R2R Widerstandsschaltung, die quasi aus einem Widerstandswert R und einem zweiten 2R, also doppelt so groß, bestehen. Und da gibt es ein Schaltungsmuster, wie man die aneinander rein kann. Dann kann man einfach weitere Bits anhängen und das funktioniert 1 zu 1. Das kann man sich mal durchrechnen, das ist ganz lustig. Es gibt sogar, das ist es nicht, hier so R2R, kalk.octav, also wenn jemand irgendwie Octave oder MATLAB hat, da habe ich ein kleines Programm geschrieben, mit dem man sich ausrechnen kann, wie die Ausgänge ausschauen, wenn nicht genau das Verhältnis R zu 2R ist. Also wenn ich irgendwie nicht 100 und 200 Ohm nehme, weil ich habe keine 200 Ohm, sondern ich nehme 100 und 220 Ohm, dann kriege ich da die Kurve raus. Und das ist, glaube ich, ein ganz nettes Beispiel auch dafür, wie ich ein Linearsystem erzeuge für eine lineare Schaltung. Also das ist im gleichen Verzeichnis, in dem auch dieses Alias in dem und so ist. Gut. Ja, und da gibt es natürlich auch fertige Chips, die einfach nur ein entsprechendes Widerstandsnetzwerk drinnen haben, sodass ich ein digitales Signal in analoges umwandeln muss, damit ich jetzt nicht irgendwie pro Bit 3 Widerstände brauche. 2, um das 2R zu machen, damit es wirklich genau. ja, aber das sind die Grundideen sozusagen von diesen Wandlern hier, dass ich Komparatoren verwende, um die Grenzen zu erkennen, entweder in einer großen Anordnung mit Flash-Komparator oder iterativ, dass ich sage, das passt noch nicht ganz, ein bisschen mehr und dann vielleicht noch ein bisschen weniger und dann pendelt zum richtigen Wert. Und Digital-Analog-Wandlung einfach über Widerstandsnetzwerke und dann hinten drauf halt gegebenenfalls einen Impedanzwandler, wenn ich dann irgendwie dieses analoge Signal in einen Lautsprecher hineinschicken möchte, damit ich den Ton hören kann. Und ich habe irgendwie vor dem Lautstärker da irgendwie eine riesen Ansammlung von Widerständen, dann wird beim 8 Ohm Lautsprecher irgendwie keine Leistung mehr ankommen. Das heißt, ich werde dann das Summensignal nehmen, durch einen Impedanzwandler durchschicken und dann kann ich seinen Lautsprecher anhören. Okay.
Genau, die Tiefpassfilterung vor dem Analog-Digital-Wandler, die haben wir schon besprochen, dass wir dann eben das Aliasing vermeiden wollen. Warum wollen wir auch eine Tiefpassfilterung nach der Digital-Analog-Wandlung haben? Weil das Digitalsignal hohe Frequenzen dabei hat. Wo kommen die her? Wie schaut das Digitalsignal aus, dass das hohe Frequenzen hat? Eckig. Eckig, genau, das sind so Treppen. Nicht? Wenn ich da irgendwie einen Sägezahn machen möchte und ich schaue da eine steigende Gerade an und ich zoome dann im Scope zum Beispiel hinein, dann sehe ich, dass das so eine Treppe ist und dass das quasi immer auf einem konstanten Wert bleibt für eine gewisse Zeit und dann ändert sich der digitale Pegel und dann macht es einen Sprung auf das nächste und das ist halt nicht das analoge Signal. Genauso wie man in der Analog-Digital-Wandlung sagen, es gibt gewisse Dinge im analogen Spektrum, die können wir nicht darstellen, wenn wir mit dieser Frequenz abtasten. Darum filtern wir sie raus, haben auf der anderen Seite quasi, wenn wir das wieder umwandeln in ein analoges Signal, wollen wir, dass da nicht Anteile drinnen sind, die wir unmöglich digital haben wollten. Das heißt, wir machen wieder einen Aliasing-Filter am Ausgang, der wieder Tiefpass filtert und dann kommt da ein schönes Signal raus. Das ist auch was, wenn man irgendwie eine Reihe von Computern und Soundkarten hat und ein Ostset, dann kann man das mal schauen, dass man die ganzen Soundkarten anschaut, wenn wir einen Sinus ausgeben oder einen Sägezahn am Ostset, dann wird sehen, die schlechteren, da sehe ich die Treppen. Und bei den besseren, da sehe ich, dass das eine durchgehende Gerade ist, weil die eben sich auch die Mühe machen, am Ausgang dann noch einmal Tiefpass zu filtern, sodass wirklich nur die Anteile in dem Signal drinnen sind, die in das Signal hineingehören und keine anderen. Gut. Fragen? Dann sehen wir uns nächstes Monat wieder zu einer Experimentiergruppe am vorletzten Freitag und zum kurz am letzten Freitag und lassen diese schmutzige analoge Welt hinter uns und gehen in die schöne, sterile, digitale Welt, wo es irgendwie nur zwei Zustände gibt und kein Rauschen. Nicht? Also das ist ja... Gut, dann danke, bis zum nächsten Mal.